Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich komme jetzt am frühen Morgen sozusagen. Ein wundervoller Tag, der auf uns wartet. Ich hoffe, dass ihr das auch ein Stück weit nachvollziehen könnt. Jeder Tag ist eigentlich was Besonderes, eine sehr gute Sache sozusagen. Ne? Man sollte den Morgen immer so anfangen, als wenn es tatsächlich auch geplant ist. Das hat mal ein ganz schlauer Mann gesagt. Und ich denke, das ist auch eine sehr gute Strategie. Ich bin heute Morgen schon rausgekommen. Ich will mir die Kaninchen mal gleich angucken, ihnen was zu essen geben und all das, was sie hier so auch noch brauchen für das alltägliche Leben sozusagen. Sehr interessant ist das, wie die Dame sich hier jetzt gemacht hat. Ich werde mir gleich nochmal ihre Jungen angucken. Ich hoffe, dass alles soweit in Ordnung ist. Vielen Dank erstmal für die ganzen Glückwünsche gestern. Das waren ja doch ordentlich. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Sie hier ist noch relativ unordentlich hier. Ich habe letztes Mal ihren Stall nicht sauber gemacht. Muss mal gucken, ob das heute nochmal mit aufs Video schafft oder nicht. Das wird sich alles nochmal zeigen. So, bei ihr hier. Sie hat sich zwar Fell rausgerissen, hat hier auch so eine Strohwulst, Stroh-Fellwulst aufgebaut. Da war ja wieder an meinem Kopf. Immer wenn ich nicht drauf achte, zack, knabbert er meinen Kopf herum. Und ich bin gespannt, ob bei ihr auch etwas herauskommt. Sie hatte ja schon mal so einen Fehlalarm, vielleicht nicht, aber halt so einen Leerlauf, kann man Leerlauf sagen. Zumindest hat sie schon angefangen, ein Nest zu bauen und dann war es doch irgendwie nichts. Mal gucken. Ich bin ganz optimistisch. Ich hoffe, dass das bei ihr auch funktionieren wird. Der Kollege hier ist auch schon sehr lebendig hier. Alle erwarten sie gleich was zu essen, ne? Aber gleich will ich erstmal bei ihr hier gucken, ob bei ihr hier soweit alles in Ordnung ist. Ich war heute Morgen schon einmal draußen und habe ihr auch so ein bisschen Grünzeugs gegeben, damit sie auch immer genügend Nahrungsmittel im Stall hat, sozusagen, dass sie auch gar nicht auf die Idee kommt, wegen Nahrungsknappheit eine Entscheidung bezüglich Reduzierung der Jungtiere treffen zu müssen. Und somit werde ich hier gleich nochmal was reingeben. Ich werde mir hier gleich nochmal die kleinen Babys angucken. Ja, mal schauen, ne? So, ich habe jetzt ein bisschen Grünzeugs hier in die Heuraufe gepackt, um sie so ein bisschen von dem Nest wegzulocken. Ich werde bei der Dame jetzt speziell auch nochmal so eine Abtrennung hier hin machen, weil sie gestern nicht ganz so glücklich darüber gewesen ist, dass ich an ihrem Nest dran gewesen bin, und ich will einfach nicht riskieren, dass sie dann hier so eine Panikattacke oder ähnliches bekommt. Von daher mache ich gleich mal die Trennung hin. So, ich hatte hier nochmal so eine alte Tür. Die habe ich jetzt mal hier hingemacht. Die passt eigentlich ganz gut dahin. Mal gucken, ob die Tür sie davon abhalten wird, dann einmal rüber zu springen. Am besten wäre es natürlich so eine ganze Sichtschutztür. Aber so eine habe ich jetzt aktuell leider nicht da. Gut, dann werde ich jetzt mal versuchen, sie noch ein bisschen zu streicheln, um ihren Geruch auf meine Handschuhe zu bekommen. Und dann gehe ich mal gleich zu den kleinen Kaninchen. So, wie sieht das hier aus? Alles gut eingepackt hier. Schön warm. Ja, das sieht auch gut aus. Sind alle sehr lebendig.
Ist alles in Ordnung? Ja, scheint, dass sie sie jetzt gleich füttern wird. Ein Riesengewusel, ich glaube, das sieht man so auf der Kamera gar nicht. Aber sie füttert sie jetzt erstmal. Von daher alles sehr gut. Alles gut gelaufen. Wir lassen sie jetzt mal in Ruhe. Mal ihre Mutterpflichten nachkommen. Ich mache mir hier die Tür zu, dass sie auch schön ungestört ist. Ja, auch sie hat jetzt tagsüber die Kinder bekommen. So war aus meiner Erfahrung doch immer erst so gegeben, dass sie zu der Nacht hin ihre Kindlein bekommen, aber sie ist halt hier was anderes. Komm, lass dich mal sauber machen hier, Kollege. Ne? Hoppala. Mag nicht so gerne, wenn ich seinen Kopf in meine Hand nehme. Ja, die kriegen jetzt gleich Essen. Was kriegen die? Heute gibt es Kohl und Karotte. Davon auch reichlich. Und dann packe ich ihn da mal jetzt ihr soll rein. Die gräbt und gräbt hier. Jetzt hat sie sich hier ein Loch gegraben und legt sich da rein. Ja, die Kindlein habe ich jetzt nicht rausgenommen, weil das sah alles sehr lebendig aus, alles gut. Von daher habe ich da jetzt auch keine Maßnahmen unternommen, irgendwie den Stallfrieden ins Wanken zu bringen, sozusagen. Ne? Gut, ich fütter sie mal und dann nehme ich euch wieder dazu. So, es scheint, dass hier mit dem Stellvorgang fertig ist. Da sind die Kleinen. Sie hat das Nest jetzt offen gelassen. Und wenn man hier zum Beispiel guckt, die wirken doch so, als wenn sie einen gut gefüllten Magen haben. Ich weiß nicht, ob in der Kürze jetzt wirklich auch jeder das bekommen hat, was sie benötigt haben. Mal zu machen hier. Ja, bei Muttis, die zum ersten Mal Kinder bekommen haben, kann man noch nicht so richtig abschätzen, wie sie auf was reagieren. Ab einem gewissen Stresspegel fangen die an, so ein bisschen durchzudrehen, sozusagen. Mal gucken. Also hier wirkt es so, als wenn der irgendwie ein bisschen heller ist als die anderen. Drei weiße sind da noch mit dazwischen. Aber die sehen ja alle ganz gesund aus, ne? Alle lebendig. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Einer scheint noch irgendwo vergraben zu sein. Ja, alles gut, ne? Ich mag das nicht so gerne. Ich wollte jetzt das Nest noch einmal zumachen hier. Die Blätter sind schon sehr verführerisch, ne? Da kann man sich auch noch von den Kindern ein Stück weit ablenken lassen. So, damit die hier nicht erfrieren, ne? So, das war's. Weiter nerv ich dich nicht, junge Dame. So ein Plastikzeugs hier. Muss ja nicht im Stall hier rumliegen, ne? Guti. Also sie hat sie ganz offensichtlich
gestillt gerade, gesäugt. Von daher alles soweit in Ordnung. Ja, jetzt kriegen die restlichen noch mal so ein bisschen Futter. Er ist schon wieder hier in Lauerstellung, merkt ihr das? Der Kleine hier. Jetzt haben die ganzen Kaninchen wieder ordentlich was zu beißen hier sozusagen. Ich habe sie alle wieder verpflegt, beziehungsweise mit Gemüse, Trockenfutter und so weiter und so fort versorgt. Auch überall frisches Wasser mit reingepackt. Und dann ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch noch einen wundervollen restlichen Tag zu wünschen. Ich hoffe, ihr fandet das einigermaßen informativ und seid auch ganz gespannt, ob alle Jungen soweit durchkommen, ob alles soweit in Ordnung sein wird. Dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, vorausgesetzt ihr habt das noch nicht gemacht, dass ihr gerne meinen Kanal abonniert, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.